Servus und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir spielen unser Alpenprojekt Neue Minibrunn und ihr seht mich ein kleines bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Wir sind hier bei unserem Schafstall. Bei unserem Schafstall und ihr seht hier den Pöttinger Faro und der hat jetzt gerade eben, Stroh angeliefert. Also ich bin da ein kleines bisschen irritiert, aber es ist ja jetzt auch ein Mod, muss man dazu sagen. Aber tatsächlich ist mir letztens aufgefallen, als ich hier nochmal bei den Tierchen reingeguckt habe, dass unsere Schafe Stroh brauchen. Also ich habe jetzt einfach mal Stroh hierher gebracht, habe 6600 Liter mal eingeworfen. Das seht ihr hier. Es scheint aber nicht relevant zu sein für die Produktivität, denn die war bei 100%. Ist also anscheinend eine Besonderheit von dieser Schafstall-Mod, dass wir hier Stroh einwerfen. Und da liegt auch tatsächlich Stroh. Ich bin jetzt nur mal gespannt, ob das auch verbraucht wird und wo das dann landet. Oder ob wir hier tatsächlich noch einen Misthaufen installieren müssen. Oder ob das, der Mist, wenn denn eben welcher produziert wird, ob der dann irgendwo hier drin landet. Man weiß es nicht. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir hier die erste Wolle. Das ist auch schon sehr, sehr gut. Und ansonsten geht es ja unseren Schäfchen gut. So. Wir schnappen uns wieder den Waldra, fahren runter zum Hof, denn ich habe wieder ein bisschen was vorbereitet. Wir sind, wie ihr seht, nicht nur im nächsten Monat, bereits wieder im Oktober schon, sondern wir sind auch jetzt Folge 66 hier in unserem Alpenprojekt. Das heißt, eine kleine Schnapszahl. Und ich hätte ja gerne hier schon bei uns, den Mais geerntet. Aber so wie ich das sehe, ist leider der Mais noch nicht ready. Wird vermutlich erst im nächsten Monat. Aber ich habe uns einen Ernteauftrag angenommen für Feld Nummer 12, das bei uns ganz in der Nähe ist. Und zwar Sonnenblumen. Und das werden wir jetzt heute in dieser Folge machen. Ein bisschen Sonnenblumen ernten. Ich hoffe, dass ein bisschen was abfällt für uns, weil unsere Schweinchen brauchen dringend ein bisschen Futter. Und deshalb machen wir auch eben diesen Auftrag, damit wir ein bisschen Sonnenblumen haben. So, wie gesagt, bereits Folge 66 hier auf dieser wunderschönen Map. Gibt hier jede Menge zu tun und 66 Folgen und wir kommen sozusagen gerade ans Ende des zweiten Jahres. So, wir fahren hier mal ein bisschen noch diese Bergstraße. Runter zum Hof. Und bringen unseren Pöttinger, den kleinen Pöttinger, wir haben ja noch einen großen, den kleinen Pöttinger bringen wir dann erstmal wieder zum Hof, parken den ein. Und dann werden wir unsere geliehenen Geräte, denn mit eigenen Geräten können wir leider keine Sonnenblumen ernten, denn wir haben keinen Maispflücker bzw. kein Maisgebiss. Und das habe ich jetzt auch bewusst nicht gekauft, denn wir werden auch die Maisernte nur mit einem geliehenen Gebiss dann entsprechend durchführen, Schneidwerk, denn auch hier möchte ich eigentlich im nächsten Jahr von dem Deutz, so schön er ja auch ist, dann wegkommen und nächstes Jahr dann einen anderen Drescher gerne kaufen. Deswegen denke ich, lohnt es sich kaum, hier noch ein entsprechendes Gebiss zu kaufen. Wir werden es dann nur mieten. So, und wenn unser Mais schon fertig gewesen wäre, ja, dann hätte ich gesagt, okay, dann hätten wir nämlich den Auftrag mit den Gerätschaften, mit den gemieteten Gerätschaften abgearbeitet und eben auch unseren Mais. So, jetzt können wir hier, glaube ich, über den Supermarkt zu unserem Hof fahren. So, über den Hof sozusagen zum Hof. So, da oben unsere Photovoltaikanlage, die ja auch mal ein bisschen Geld abwirft. 44.000 haben wir jetzt. Wie gesagt, alles keine Summen, mit denen wir große Sprünge machen können. Aber wir werden übers Jahr kommen und dann, wie gesagt, hoffe ich, dass wir in der Forstwirtschaft gut dann Geld machen, um neue Projekte zu realisieren, neue Gerätschaften zu kaufen, neue Gebiete und vielleicht dann eben auch Produktionen oder Ähnliches. So, da kommen wir doch hoffentlich rein. Ich meine, wir sind ja auch rausgekommen, dann werden wir da auch wieder reinkommen. Okay, zack, abhängen und dann lassen wir hier auch mal den Kollegen stehen. So, Licht ausmachen, ganz wichtig. So, wir schauen mal,
Da stehen unsere Geräte, mit denen wir also hier auf Feld Nummer 12 arbeiten wollen. Maisgebiss und ein Traktor. Okay. So, wir schauen noch mal ganz kurz hier in die Map. Nur damit wir hier nicht falsch fahren. Feld Nummer 12 ist dieses große hier direkt bei uns am Hof. Feld Nummer 11 gehört ja uns, 13 ist unser Grasfeld und hier die 12. Da steigen wir jetzt dann ein. Aber leider ist, wie gesagt, Feld Nummer 4 noch nicht ready. Das heißt, unser Mais wird höchstwahrscheinlich erst im nächsten Monat soweit sein. Okay, so, dann bringen wir mal den Drescher erstmal an den Start. Und ich glaube jetzt nicht, dass wir das Schneidwerk brauchen. Den Schneidwerkswagen brauchen, oder? Der steht sowieso verkehrt rum, wenn ich richtig sehe. So, kann man das zusammenklappen? Ich glaube, das kann man nicht zusammenklappen, oder? Wir müssen mal die Hilfe einschalten. So. Aufklappen, Schneidwerk senken, anschalten. Nee, 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 das ist meines Wissens nicht. Und jetzt überlege ich gerade, nee, den müssen wir drehen, den müssen wir definitiv drehen. Kommen wir denn damit über die Straße? Schwer, ne? Okay. Ah, das ist ja interessant. Das wäre natürlich interessant, mal zu checken, ob das funktioniert. Ist auch ein sehr interessanter Trecker hier. Man sieht es auch eben an dem Gitter oben. Ist eigentlich eher für Forstwirtschaft gedacht. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob man den Schneidwerkswagen hier anhängen können an den Glas. Und? Ah, Bingo. Sehr schön. Dann können wir den jetzt einmal drehen. Nee, wir müssen so rumdrehen. Falsche Richtung. So, dann müssten wir das Schneidwerk jetzt da drauf bekommen können. So, Achtung, schweres Gerät auf der Straße unterwegs. Und? Ja, doch, er hat's. Oder? War das zentriert? Nicht, dass uns das jetzt runterfällt. So, dann würde ich doch vorschlagen, dann fahren wir erstmal mit dem hier los. Zack. So, jetzt. Nee, das muss. Augenblick mal. Ach so, natürlich, klar. Jetzt? Nee, wieder. Jetzt haben wir's. So, und dann schauen wir mal, dass wir hier rauskommen. Oh, das wage ich fast zu bezweifeln. Das wird nichts, glaube ich nicht. Kommen wir denn so rum, ohne dass er irgendwo aneckt? Ja, und dann fahren wir hinten zur Schranke raus. Aber es sieht so aus, als würden wir nicht hinten unser Schneidwerk verlieren. Ach, das ist ja auch interessant. Okay. Zack. So, jetzt. Ja, es bleibt drauf. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass es uns runterfällt, aber ich glaube, es funktioniert. Mit dem Gespann. So, dann links rum zu Feld Nummer 12. Ach. Ja, ja, der hat eine dritte Perspektive. Hat aber PS, so wie es aussieht. Also da kommt gut vorwärts. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ich gucke immer als ein bisschen hoch, ob vielleicht doch noch unser Mais reif wird, dass wir ihn ernten können. Aber es sieht nicht so aus.
ist flott unterwegs. 53 km/h. 70 ist erlaubt. Also sind wir noch im grünen Bereich. So, Schneidwerk haben wir auch noch dabei. Sehr schön. So, ich denke, wir können ohne Probleme, glaube ich, bei uns auf der Wiese parken. Weil ich bin der Meinung, dass die Wiese noch nicht erntereif ist. Ansonsten haben wir halt ein bisschen Fruchtzerstörung. Aber da können wir auch mal ein Auge zudrücken. Ja, ja, das müsste gehen. Ja, ja, kein Problem, das geht. So, da haben wir das Feld Nummer 12. Dann parken wir den hier mal so. Okay. Und dann springen wir mal zum Drescher. Dann fahren wir auch mal hier rechts raus. Ja, ich habe auch für diese Folge den Verkehr mal ausgeschaltet gelassen, weil sonst wird es halt dann doch immer ein bisschen schwierig hier. Deswegen dürfen wir auch unbeschadet hier in der Mitte der Straße fahren. Da passiert uns nichts, kommt uns keiner entgegen. Ein schöner New Holland. Ja, ich weiß noch früher, wie ich angefangen habe, so im LS17 habe ich immer New Holland genommen. Hat mir einfach immer sehr gut gefallen. New Holland war da immer mein Favorit. So, unser Grasfeld. Augenblick mal. Habe ich jetzt im Augenwinkel gesehen, dass eventuell doch unser Feld, unser Weißfeld erntereif ist? Ja, 9.20 Uhr. Muss ich nochmal gucken auf die Karte. Nee, habe ich mich geirrt? Habe ich mich geirrt? Nein, 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 nein. Das wird wohl nichts mehr diesen Monat. Diesen Monat werden wir nicht mehr unseren Mais ernten können. Schade. Denn bei den Schweinchen wird es, glaube ich, jetzt ein bisschen eng mit dem Futter. Basisfutter ist ja Mais. Aber ich denke, einen Monat schaffen wir noch. Da prescht hier aber kräftig hoch. Sehr schön. Okay, dann schnappen wir uns das Schneidwerk. Ja, hätten wir auch ein bisschen besser ranfahren können. Dann klappen wir mal auf. Und dann geht's in die Sonnenblumen. So, so müsste das passen. Ja, Sonnenblumen und Mais ist immer wunderbar, natürlich aus der Innenansicht zu ernten. Das ist wesentlich einfacher, wenn man hier mal die Spur gefunden hat. So, wie viel haben wir denn? Ach, gerade mal 4%. Naja, okay, da wird der Ertrag auch nicht so groß sein auf diesem Feld. So. Ups. Ja,
Wir müssen mal wieder das Vorgewende von Hand fahren. Sonst bleiben wir wieder hier an den Bäumen hängen, beziehungsweise der Helfer wird hier nicht an den Bäumen vorbeikommen. Das Thema kennen wir schon. Aber ist ja nicht schlimm, nicht wahr? So, schmeißen wir mal den Tempomat rein. Wir können übrigens auch die Rundumleuchten schon mal ausschalten. Ist jetzt nicht mehr notwendig. Ja, Sonnenblumen. Da fällt mir natürlich auch wieder Folgendes ein. Da gibt es natürlich auch eine schöne Mod. Die hatte ich auch mal auf Neubartelzagen installiert, nämlich eine Mühle. Eine richtige schöne alte Windmühle, mit der man natürlich auch Getreide, ja, zu Mehl verarbeiten kann. Und da gibt es auch einen Mod oder eine Mod-Erweiterung. Da kann man dann auch eben Öl pressen. Aus Sonnenblumen kann man dann Sonnenblumenöl pressen. Das wäre natürlich auch eine interessante Geschichte als Expansion hier auf dieser Map, dass wir so eine Mühle hier installieren. Die könnten wir natürlich dann auch ebenfalls auf dem Hof bei uns installieren und könnten dann eben direkt Sonnenblumen auch noch zu Sonnenblumenöl verarbeiten. Also es gibt noch viele, viele Möglichkeiten hier auf der Map. Viele, viele Dinge, die wir machen können. Einzig und allein das Geld fehlt uns. Aber ich hoffe und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass wir dann natürlich dann über die Wintermonate, wenn wir wieder in die Forstwirtschaft einsteigen, dass wir da entsprechende finanzielle Mittel generieren können, um dann natürlich in den Monaten darauf dann wieder zu investieren in Gerätschaften oder Produktionen oder Felder und. So, dann schauen wir, dass wir das Vorgewende noch fahren. Ups. So, hier fahren wir rein in diese Bahn. Und dann dürften wir den Helfer fahren lassen. Dann müsste das der Helfer für uns können. Okay. Huch. Ups. Ich glaube, ja, wir müssen ein bisschen wieder links. So, jetzt sind wir gleich am Ende der Bahn angekommen. Wir sind bei 40%. Okay. Jo, und da würde ich doch sagen, dann tanken wir schon einmal ab. Ah, oh, er ist immer auch... Ja, okay, jetzt machen wir auch hier mal das Lämpchen aus. Sehr schön. Okay, also ihr seht, wir haben wieder hier kräftig zu tun. Wir machen einen schönen Auftrag hier mit entsprechenden Gerätschaften. Und das soll es jetzt auch schon mal wieder für diese Folge gewesen sein. Folge Nummer 66 hier auf unserer wunderschönen Alpen-App. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Neu-Mini-Brunnen. Bis dahin sage ich Tschüss und Cheerio, euer Baden-Farmer.